Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erstmal. Heute fahren wir auf das Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Sandhausen. Ja, wir schauen uns Saarbrücken an, wir schauen uns den Acker an. Sagen, machen wir uns gleich auf den Weg. Bis gleich. Heute spielt der 1. FC Saarbrücken gegen den SV Sandhausen im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Hier ist der Faktencheck. Derzeit gibt es 3 Siege für Saarbrücken, 2 Unentschieden und 1 Sieg für SV Sandhausen. Insgesamt 6 Spiele. Die Tore-Differenz ist in dem Bilanz 13:9 für Saarbrücken. Und heute wird das Stadion relativ voll sein mit 11.300 Leuten. Wird das sicher eine gute Stimmung sein. 500 aus Sandhausen werden angreisen. Ich würde sagen, los geht's. So Leute, wir sind jetzt in Saarbrücken angekommen. Ich gehe jetzt zum Stadion und ich nehme euch dabei mit. Ich würde sagen, entweder sind wir jetzt bei Filmaufnahmen oder wir sehen uns gleich beim Stadion wieder. Bis dann. So, jetzt schauen wir uns den Ludwigspark mal von innen an. Ich war hier noch nie. Also, das Stadion ist schon geil. Da oben geht's noch weiter. Wir gehen jetzt mal zu meinen Plätzen. Warte mal. Meine Plätze. Weiter runter. Ich habe Plätze. Habe ich 30. So. Warte mal. 30 ist nicht so. Mein Platz ist genau hier, also richtig schön bei der Spielfeldnähe. Also ist schon geil, weil dort oben sind die Kameras, ganz oben. Jetzt erstmal sind wir gleich wieder bis gleich. So Leute, jetzt wurde ich jetzt erstmal ein Wasser gegönnt. Nur dass ich in der prallen Sonne gerade sitze, eigentlich ganz schlechtes mit Sonne. Ich hoffe nur, dass ich wirklich keinen Sonnenstich heute bekomme, das wäre gerade richtig blöd und scheiße. Wir schauen, was hier gibt, mal sehen, was wir haben. Und dann schauen, wie wir das geholt haben. Gab es das hier? So halt schon die Hälfte über 70 Jahre Saarbrücken, wie es ausschaut. Saarländischer Fußball. Halt, ich finde es halt geil, dass es so ein Retro-Stil ist. Das ist halt geil gemacht. Also, muss ich sagen. Also, ist die Mannschaften drin und so. Hat schon was. Aber dieser Retro-Stil, 40er, 60er, was das ist. Finde ich halt geil, also der schaut, der Stil hat was, muss man sagen. Ihr habt's gehört, da kommt gut. Ja, weg hier. Gleich mit kommen wir auf die Ulmer rein. Also, das Stadion fühlt sich langsam. Wirklich eine lustige Stimmung. Für die Ulmer ist halt. Hey, Ulm ist ab 1000, sorry. Einfach nur 1000, das ist ein geil viel Verhältnis. 1000 Verhältnis, das ist gut. Einfach mal das Steigerlied. Das ist auch. Außen ist Aquario. Unser Rücken halt. So, gleich geht's los. Timing. Hey!
was zum Trinken und Sandhausen führt. Also, die Schulden gehen ist am besten gerade für dich. So, es ist Halbzeit. Sandhausen führt 1-0. Willkommen in der Pausenanalyste. Ich würde sagen, Saarbrücken ist ein Stückchen besser. Sandhausen konnte seine Chancen besser nutzen, Saarbrücken halt nicht. Wie du sagst, wenn du vorher nicht machst, bekommst du sie. Das muss man einfach so sagen. Ich bedanke mich bei meinem Platznachbarn, der was bis zur 12. Minute schon A bis Z aller Schimpfwörter gesagt hat. Danke nochmal. Ich sage, jetzt geht's weiter ins Video. Ist nur die zweite Liga. Geht schon heiß zu her. Gerade schon protestiert gegen Finn und Rudi. Gerade haben schon protestiert, damit Fan-Projekte zur Auslandsfeierungspflicht haben. Wichtige Pflicht. Was man sagen muss, Sandhausen liegt nur auf der Minute dauerhaft. Verletzt hat das Schwalbenzähl, das kann ich nicht sagen. Wir liegen so oft. Es macht keinen Sinn, weil die haben auch eins, aber egal. Derzeit ist jetzt in der Stimmungsmäßig voll da. 1000 eher ist gar nicht da mehr, bis überhaupt nicht. Na gut, Verhältnis ist auch komplett Unterschied. Es sind jetzt viel mehr Leute dabei. So Leute, ihr hört wahrscheinlich noch das Stadion im Hintergrund, ich bin schon gegangen da, 88. oder 87. was, aus dem Grund, weil ich halt auch meine Busverbindung nehmen möchte, weil ich nicht um 0 und Krumm irgendwas gefühlt geheim sein möchte, fahre ich ein bisschen früher, weil das Spiel schon eh schon klar war. Wenn sich noch irgendwas ergibt, auf dem Weg irgendwas, seht ihr nachher was, sonst was war's das mit dem Vlog, ich hoffe euch hat er gefallen, ciao Leute.